Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stationeers mit dem guten Dr. Wolfsherz, der irgendwo vermutlich in der Richtung sein müsste. Hallöchen. Wir haben ein bisschen gewartet, bis die Nacht vorbei ist und ich bin ausgezogen, um Material zu suchen. Ich habe die falsche Richtung geguckt. Ich habe gedacht, du hättest dich ausgezogen. Nein, kann ich aber auch machen. Also, du holst mich dann aber ab. Ich hol dich ab. So, was haben wir hier? Blei. Ich glaube, Blei haben wir momentan genug. Ja, Blei. Also pass auf, was wir, die drei wichtigsten Sachen sind jetzt Eisen, Gold, Kupfer. Alles andere kannst du im Grunde noch liegen lassen. Ich habe momentan eh bloß noch drei Plätze im Gürtel. Der Rest ist mit Volatiles und Oxid voll. Okay. Und da wir noch keinen weiteren Ersatzgürtel haben, kann ich die nicht wegpacken. Ja. Wir brauchen die Tool Manufactory für die Gürtel, glaube ich. Das ist noch so eine Maschine, die wir bauen können. Aber, erste Erfolgsmeldung. Wir haben jetzt drei neue große Batterien. Die helfen uns, denke ich, schon mal weiter. Einmal schön aufladen und dann geht's los. Genau. Da ist der große Charger. Den baue ich jetzt auch noch, auch wenn der teuer ist. Hoppla. Na toll, und ich darf die teuren Ressourcen ranbringen. Einer muss es ja tun. Ah, ich drehe mal schnell die Paneele weiter. Ah. Alles rausholen, was da ist. Ja, für Zeit für die Logikschaltung. Ja. In der Tat. Haben wir noch Eisen? Das ist da. Oh, Gürtel voll. Ja, mein Gott, dann bleibt der Eisenklumpen da liegen. Oder die beiden Eisenklumpen. Verschwendung. Ich kann auch das Gold liegen lassen. Nee, ist schon okay, nehm alles mit. Nee, das Gold ist wertvoller, also da würde ich auch das Eisen liegen lassen. Na, weißt du was, ich schmeiß die vier Volatile weg. So viel wie überall rumliegt. Komm, einpacken. Oh, wir sind wirklich knapp an Ärzten, das ist... Es macht sich halt total bemerkbar, dass die Mod nicht da ist, irgendwie. Bin jetzt reingemacht. Achso. Das Spiel will mich veralbern. Ich buddel mich hier raus und da fällt Kopper aus der Erde. Gibt's doch gar nicht. Okay, dann schmeißen wir das auch noch weg. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe doch einen Gürtel, wo so viel Platz drin ist. Weil die Ärzte landen ja automatisch im Mining-Gürtel, ja, ist klar, aber der Tool-Gürtel ist ja leer. So ist es. Warum ist der, Moment, wieso ist der leer? Also er ist nicht ganz leer bei mir. Hast du nicht alles an Tools dabei? Ach nee, nicht Tool-Gürtel, sondern das Backpack. Ah ja, okay. Ja, das Backpack ist bei mir auch immer so leer wie möglich und so voll wie nötig. Ja, aber nach meinem letzten Problem habe ich definitiv das Ducktape mit bei. Naja. Ach, wir können noch keinen Portable Tank bauen. Genau, das war das Problem.
Das müssen wir auch noch erforschen. Die Beine sehen nach Silber aus. Nee, nicht Silber. Das ist nicht Silber. Das ist was kurz eingeblendet. Kobalt. Kobalt brauchten wir jetzt gerade keins. Nein, Kobalt brauchen wir definitiv noch lange nicht. Filter, Medium-Filter sind sie nicht. Wo sind die? Da, Basic Storage. Nein, auch nicht. Gas, Filters. Wo sind denn zur Hölle nochmal die Portable-Kanister versteckt? Portable Tank. Kit Portable Tank. Ja, super. Ja. Im Hydraulic Pipe Bender. Ja, okay. Nee, das weiß ich wohl. Aber wir haben ihn noch nicht freigeschaltet. Ich versuche gerade, ihn in der Achso. Forschung zu finden. Du hast wahrscheinlich jetzt in der Stationpedia geguckt. Das ja. ist gut, aber. Das gibt's doch gar nicht. Ich finde ihn nicht. Welche Richtung muss ich denn? Dr. Wolfsherz, die Richtung. Ich bin gerade völlig von der Rolle, weil ich die Portable Tanks nicht finde. Da! Oh mein Gott, Gas Containment. Boeing. So. Drei rote Forschungskapseln. Zumindest nur die roten. Ja, die gelben wären jetzt auch echt Hammer. Ich hoffe, dass wir die noch lange nicht brauchen. So. Ah, es fehlt natürlich wieder alles. Eisen, Gold. Oh mein Gott. Ne, Blei. Also Eisen bringe ich etwas mehr als zwei Stacks mit. Okay. Der Rest hat sich mir nur gerade ein bisschen entzogen. Kannst du direkt in den Arc-Furnace reinhauen? Moment, ich hatte doch hier noch was. Ist doch nochmal Eisen. Ich blöd, Mann. Hab welches in den Schrank gepackt. Ganz vergessen gehabt. Oh, jetzt hab ich's in die falsche Maschine gesteckt. Ach Gottchen. Ich bin wieder am Loch in der Welt. Ja, das ist echt merkwürdig. Also. Der Rest ist aber ganz in Ordnung. Lass mal gucken, ob das nach dem nächsten Laden auch noch ist. Ja, jetzt ist auch egal. So. Kapseln da rein. An, einlesen. Ah ja, sehr gut. Wollte es gerade machen. Also hier sind drei volle große Batterien, ne? Das ist also sehr schön. Dickster Luxus, den wir je hatten. So, du sagtest, hier soll das Eisen direkt rein, ja? Nee, kannst du in den normalen Furnace machen, in den Lichtbogenofen, meine ich. Das ist der hier. So, die laden wir dann am nächsten Tag. So, und jetzt gibt's die Gas Containment-Dinger. Da kriegen wir dann Kanister, Portable-Tanks und die großen Tanks. Moment mal, wieso sind die Kapseln noch nicht alle drin? Diese Maschine. Macht frag auch, mich, was sie will. Frag mich sowas nicht.
So, der Hunger meldet sich bei mir gerade wieder. Ja, der meckert bei mir schon eine Weile rum. Aber wir müssen halt auch echt das Gewächshaus so langsam irgendwie so halbwegs an Tocht kriegen. Aber ohne Tank und ohne Atmosphärex wird es da echt schwierig. So minimal, ja. Es sind bloß 3 Kupfer, die bringen ja nichts. So, jetzt aber. Gas Containment. Jetzt haben wir Zugriff auf die Container, auf die Gaskanister und Gastanks. Nehmen wir erstmal ein Portable für den Anfang. Oh Gott, 20 Gramm Eisen. Hier liegt ein bisschen was. Oh ja, super. Oh, hervorragend. Ich will jetzt nicht bloß fürs Schmelzen die Arc Furnace einschalten, nicht um diese Uhrzeit. Ah, kannst du ruhig machen. Wir haben so viele volle Batterien. So, und dann nehmen wir direkt zwei Tanks. So. Jetzt bräuchten wir viel Kupfer. Viel Kupfer habe ich momentan nicht. Nee, Da liegen viel Kupfer. bloß. Du machst gerade Gold, ne? Ich schmeiß das Gold mal kurz raus. Oder brauchst du Gold für irgendwas Nö, Bestimmtes? ich brauche kein Gold. Okay. Aber du hattest ja nach Gold auch gerufen, unter anderem. Mal sehen, ob ich hier Kupfer finde. Das ist wirklich schwer, die Sachen zu finden. Warte mal. Bevor ich damit anfange, wenn ich mir so die. Ach nein, die hält noch eine Weile. Bist schon mal da hinten zu dem großen Berg gelaufen, da Richtung 320 Grad, links neben der Erde. Ja, bin ich auch schon Untergati gewesen. Okay. Die Frage ist bloß, ob ich in dem Moment dann Kupfer gefunden habe oder nicht. Hier kommt das Eisen, das ich jetzt ausnahmsweise liegen. Da haben wir noch einen 50er und einen kleineren Stack. Du siehst doch gut aus, oder? Nee, du bist bestimmt kein. Spiel und zeig mir an, was das ist. Nickel, ja. Das ist so meine Vermutung. Sieht nach Eisen aus. Ja, mein Gott, eingesammelt, okay. Eisen. Das Gemeine ist, man weiß natürlich nie, ob man nicht vielleicht irgendwo dran gerade vorbeiläuft. Ja, ist besonders im Dunkeln natürlich echt ein Glücksspiel. So. Sonne dauert noch ein bisschen. Und dann liegen auch immer hier diese ganzen einfachen Steine rum, die du nicht auf Distanz nicht erkennst, ob das ein Stein ist oder was anderes. Das ist echt fies.
Okay, du bist kein Kupfer, du bist auch viel Gold. Leute. Also, ich war jetzt recht lange still. Ich versuche einfach nochmal so ein bisschen zu erklären, was ich vorhabe. Ich renne hin und her, weil ich möchte die Gase aus diesem Filter absaugen in eine Atmospherics-Einheit. Das ist ein Kit, aus dem man mehrere Gegenstände bauen kann, unter anderem eine Filtrationsanlage. Die brauchen wir. Da packen wir zwei Kartuschen rein, so wie die auch in unserem Anzug stecken, CO2-Kartuschen. Und dann filtern die das Gas, was dann, das wird hier hinten an den Furnace angeschlossen, Input-Output gibt es da. Und da filtern wir quasi das ganze Gas aus dem Furnace, was ja jetzt auch noch drin ist, von den paar Brennvorgängen. Und packen alles, was ungefiltert ist, in einen Tank und das gefilterte CO2 in einen anderen Tank. Und das können wir dann benutzen, um da drin eine Atmosphäre für Pflanzenwachstum aufzubauen. Damit wir endlich was anpflanzen können. Anpflanzen, gute Idee. Uniform. Komm, gib mir die Suppe. So, die leeren. Haben wir noch Rahmen? Hast du noch Rahmen? Metallrahmen? Also Iron Frames? Iron Wall? Nee, Frames? Ich hab nichts. Okay. Dann müssen wir noch welche herstellen, damit wir die Solarpaneele platzieren können. Ein bisschen was hattest du irgendwie in den Schrank gelegt? Eisenwände oder Frames? Also, an sich war auch noch was im Schiff hattest du deponiert. Ja, da waren aber leider keine Frames mehr bei. So, wir sind auch schon wieder leer, batterietechnisch. Ich könnte da jetzt eine andere reinstecken, aber ich glaube, wir warten jetzt einfach auf den nächsten Tag. Ich möchte das noch nicht bauen, solange ich nicht weiß. Aber wir können das natürlich noch anders machen. Ich habe noch eine viel bessere Idee. Ah, oh, Kupfer. Was heißt die Power Low? So, mindestens 50%. Scheint gerade bei dir sehr spannend zu sein. Naja, sag ich mal. Ich bin nur gerade auf die Idee gekommen, dass wir einen Tank eigentlich sparen können. Und das Gas direkt aus dem Furnace gefiltert hier reinblasen können. Also nur das CO2 natürlich. Man sagt, es ist ja vorhin einen CO2-Tank machen. Brauchen wir nicht. Oder ja, können wir alles machen. Aber ich glaube, wir sparen uns den Zwischenschritt. So, wir stellen hier die Filtrationseinheit hin. Das sind dann so Luxusüberlegungen, die wir ein andermal treffen können. So, das kommt da rein.
Da liegt noch Gold. Die Sonne ist da. Das ist hervorragend. Die Paneele stehen auch schon richtig. So, das heißt, wo sind die Rohre? Gib mir die Rohre. Ach, was mache ich da? Durch die Tür laufen, die zu ist. Dabei ist hier ein freier Bereich. So. Der Dock ist in die Richtung. Wir kommen aus dem Output. So, das heißt, die Gasse gehen hier in den Filter rein. Und zwar jetzt schon. Nein! Idiot. Die nehmen keine Rücksicht. Ja, das Spiel ist echt gnadenlos. So. Leider habe ich unsere Gase teilweise verschwendet. Es sei denn, die sind jetzt in der Anlage und sind nicht irgendwo rausgekommen. Was ich hoffe. Ja, wo sollten die denn rauskommen? Ja, ich habe die aus dem Ofen in die Filtrationsunit geleitet, die aber noch keine Filter drin hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob die einfach so rausgelüftet worden sind dann oder ob die jetzt in der Filtrationsanlage zwischengelagert sind. Da kann ich nicht, habe ich keine Erfahrungswerte. So, jetzt brauchen wir noch ein Passive Vent. Da fehlt jetzt natürlich Eisen. Kriegen wir das irgendwo ganz schnell? Ja. So, und schön an die Paneele denken. Und noch ein. So, jetzt brauche ich Frames. Sollten möglichst bald umstellen auf Iron, auf Stahlframes. Weil das war ressourceneffizienter, oder? Auf jeden Fall. Kurioserweise kosten die Stahlframes nämlich weniger als die Iron Frames. Da habe ich nichts gegen. Nur ein bisschen sparen kann man schon, ne? Ah, ich sehe die Basis da hinten. Okay, jetzt ist der Berg gespawnt und die Basis ist weg. Denkst du auch an die Solarpaneele? Ich habe sie schon etwas weitergestellt. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Rohre. Ah, das fehlt natürlich wieder Eisen. Brauchst du das ganze Eisen so schnell? Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Es kostet so viel.
So. Fast fertig. Jetzt den Passive Vent. Moment, hatte ich den nicht schon gebaut? Scheinbar noch nicht. Alles gut geht, können wir in der nächsten Folge schon Tomaten ziehen. Ja, du hast Hoffnungen. Ja, es muss. So, jetzt brauchen wir Kabel. Strom, Strom, Strom. Das holen wir uns auch aus dem Block Ich sehe wieder her. schon Schränke voller Tomatensuppe. Oh ja, da gibt es ein Festmahl. Alle sind eingeladen. Oh, das Tablet mit dem Trecker ist Gold wert. Ja, ne? Gut, jetzt versiegeln wir den Raum wieder. Moment, noch nicht ganz. Erstmal die Paneele weiterstellen. Okay, jetzt ist der Hunger kritisch. Dann gibt's mal was für den Bauch. Ja, du hast also wesentlich länger gewartet als ich. So, das ist fertig. Die Filter wollte ich bauen, genau. So, jetzt brauchen wir zwei Carbondioxidfilter, sprich CO2. Die kommen hier in die Filteranlage. Dann brauchen wir einen der Tanks. Den wir hier festschrauben. Und jetzt funktioniert das Ganze wie folgt. Im Ofen entstehen Gase, unter anderem CO2, aber auch andere. Wenn wir einen Brennvorgang abgeschlossen haben und wir die Gase entlüften, gehen die hier durch dieses Rohr in diese Filtereinheit, in der laut Kartuschen CO2-Gase gefiltert werden. Die CO2-Gase kommen aus dem gefilterten Output hier raus in diese Atmosphäre, in die dann Atmosphäre. Im Moment ist hier noch Vakuum. Also alle anderen Gase gehen erstmal in den Container da vorne. Da können wir sie später noch verwenden. Hauptsache, sie sind gesichert für die Verwendung. Und jetzt kann ich das hier wieder zuschweißen. Und ja. Jetzt würde ich das aber noch nicht einschalten, da das Ding, also der Filter zieht auch ordentlich Strom. Und wir sollten vorher zuerst mal... Die Energieversorgung besser sichern. Ja, eine Station-Batterie wäre schon echt super. Ich guck mal, die müssten wir eigentlich auch schon bauen können. Da ist sie, Battery Large. Die kostet natürlich 35 Gramm Gold und 35 Gramm Kupfer. Boah. Na gut. Habe ich im Gepäck. Hervorragend. Ein bisschen ist auch noch hier. Ich fange schon mal an, was einzuschmelzen, Ja, weil es ist alles nur und in Erzform. ja, ich habe auf dem Rückweg eine kleine Eisenader gefunden. Sehr geil. Ja, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Eisen. Ja, da kommen wir noch eine Weile mit klar. Das ist doch wunderbar. Dachte mir, Endlich mal keine.
Keine Mangelerscheinung. Ich dachte mir, okay, da oben auf der Kuppe ist ein bisschen Eisen, baust du mit ab, gehst dann gleich weit. Ich habe jetzt so ein bisschen in den Berg gegraben. Na, hervorragend. Ja, wenn du schon in den Berg gegraben hast, dann können wir da ja auch unsere Base reinbauen. Weiß jetzt nicht, welcher Berg das war, aber... Der ist 60 Meter von dir entfernt. Ja, das ist eigentlich eine gute Entfernung. Also hier hinter dir? Hinter mir ist hier. Siehst du mich nicht? Ich guck umher und... Ah! Ja, jetzt sehe ich dich, alles klar. Du hast gegen die Erde kaum zu erkennen. Ja, ja und hier einmal hinter der Kuppe war ein bisschen Eisen. Ja, wunderbar. Also ein bisschen, das ist... Oh. Ist doch perfekt. Wie sieht mein Bohrer aus? Ja, okay, ich brauche eine neue Batterie. Alles bereit. Ja, da bin ich mit fast 40% Bohrer-Batterie reingegangen. Sie ist jetzt bei 5. Ja, cool. So, dann packen wir ein bisschen aus hier. Außerdem ein Stack Gold, also es sind 80 Gold und 88 Kupfer. Also die Ausbeute war gut. So soll es sein. Zeig mal her. Gut, das ist bloß eine kleine Batterie, die können wir austauschen. Meine normale Batterie ist geht auch zur Neige, weil ich die ganze Zeit unter Tage war. Ja, ich habe auch fast immer Licht an. Irgendwie kann ich mir auch nicht dran gewöhnen, ohne Licht rumzulaufen, weil es ist doch etwas schlecht ausgeleuchtet meistens. Ja gut, vor allem wenn du dich irgendwo reingräbst, ist das besonders schlimm. Ja. Okay, gucken wir uns das Ganze mal hier an. Unsere schöne Furnace, wo man hier oben den Druck sieht. Der hinten lang geht. Gut versteckt durch die Wand. Ja, durch die Wand. Also, weil die Filteranlage natürlich da drinnen steht. Und hier draußen ist der Tank für die Abgase. Genau. Für alles, was nicht CO2 ist, das kommt hier wieder zurück. Das können wir später dann weiterverwenden. Weil die Gase zu verwerfen, das wäre zu schade. Ja, auf dem Mars halb so wild. Hier können wir froh sein für alles, was wir haben. So ist es. Wir müssen alles produzieren. So, wenn der nächste Tag angebrochen ist und die Sonne auf die Paneele scheint, dann können wir auch mal reingehen und die Filtration einschalten und dann das Ventil öffnen. Und dann müssten wir sehen, wie drin schon mal ein bisschen was an Atmosphäre entsteht. Also Atmosphäre in dem Sinne, es ist halt dann reines CO2. Aber für die Pflanzen ist es halt genau das, was gebraucht wird. Da ist dir eine Gabel weggefallen, Mensch. Nein, ein kleiner Löffel für die Teebeutel. Ah, ja. Ich habe gerade festgestellt, die Kaffeetasse ist leer. Jetzt muss ich zum Tee greifen. Ich kann um diese Uhrzeit auch keinen Kaffee mehr trinken. Das ist für mich dann... Das bedeutet dann eine schlaflose Nacht. Schlaf? Was ist das? Das muss ich besser hinkriegen. An sich funktioniert es auch einigermaßen jetzt, aber Wochenende war aber bescheiden. Okay. Ah, ich habe keine Ahnung, wo ich den Schrank jetzt hinpacken soll. Ich überlege schon, ob ich den einfach in die Mitte pflanze. So Rücken an Rücken einfach ein paar Schränke. Du willst doch wohl nicht etwa Ordnung machen. Das sieht ja halt aus wie bei Hempels unterm. Außerdem habe ich Angst, dass irgendwas verloren geht. Das wäre auch ziemlich. Oh, auch ziemlich tragisch. Mach mir die Kiste zu. So, was wollte ich denn eigentlich bauen? Ah ja, die Station-Batterie, genau. Hier muss noch Gold rein. Wir brauchen noch mehr Gold und Eisen, was wir jetzt schmelzen müssen. Ja, also wenn dir das nicht ausreicht, was ich mitgebracht habe. Nee, ich habe gerade schon reingeguckt. Das sieht ganz toll aus. Also da kommen wir auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mit klar. Sagen dann, können wir jetzt einen guten Cut machen und zur nächsten Folge mit Licht weiterarbeiten. Ja,
Da haben wir wieder eine halbe Nacht Zeit für. Genau. Also, wir sehen uns morgen, beziehungsweise übermorgen oder so. So ist es. Also bis dann. Ciao. Ciao.